Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim mit Shandui Edition. Und wie in der letzten Folge sind wir in dieser Folge wieder auf der Suche nach Jungfrauen. Okay, das hört sich falsch an. Töte den Riesen, nein. Töte niemanden, nein. Finde Beweise für Ogmunds Talos Verehrung. Da finden wir bestimmt auch keine Jungfrauen. Wo könnte man jetzt Jungfrauen herbekommen? Oder muss ich einfach random irgendwelche Leute töten? Kann auch nicht sein. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Ja, man ist so. Er ist ein verkrüppelten Arbeiter über die Roki. Ja, Roki ist eine Jungfrau. Das ist Feuer. Also. Was? Feuer? Oha, da oben ist noch eine. Wie wär's mit einem 17? Moment, sagen wir zwei. Ach, ein Kind. Zeigt eure eitlen Zaubertricks einfach woanders. Ich werde eines Tages ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Hallo. Hey, wollt ihr ein Spiel spielen? Nein. War klar. Ihr Alten seid immer so langweilig. Ich arbeite mit Silber. Genau wie mein Vater. Und jetzt mein Vater vor ihm. Jetzt waren wir so ganz testweise. Also das funktioniert eh nicht, weil ich Boss hier Kibble Children's nicht mehr habe. Ich darf mit dem Hammer auf Dinge schlagen. Ich kann ja nicht mal. Okay, ich kann nicht mal die Seelenfalle auf das Kind überschwören. Was ist das mit dem? Bei den Göttern. Was für eine Magie. Aha. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Das heißt, wir müssen unnötige Charaktere quasi töten. Weil das auch so ein, könnte auch so ein typischer Kontrakt sein. Ich schaue mir das mal gerade auf einen Notizzettel auf. Takitos Markert. Also mögliche Kontrakte, die ich töten könnte. Da würde ich in der Folgen. Würde ich die jetzt machen, alle? Und in der Folgenpause würde ich nachgucken, ob die wirklich wichtig sind. So, weiter. Rorikstad. Erstmal Kartwasten, das ist so eine Stadt, wo ich sage, ja, das sind alles keine so wichtigen. Also wichtig heißt für mich Charaktere, mit denen man viel machen kann, zum Beispiel insbesondere Quests oder die Beziehung zu anderen ändern würden. Auch wenn die, und das ist ja bei uns immer der Fall, den Mord nicht sehen. Ist ja klar, wir sind ja quasi unsichtbar. Unsichtbar. Ja, Folge 306. Ist hier irgendjemand unsichtbar? Nicht unsichtbar. Nicht. Nicht. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Okay. Im Kartwasten ist niemand unsichtbar. In Rorikstad vielleicht. Unsichtbar? Nein, ist niemand Jungfrau. Unsichtbar, ja genau. So. You're feeling a bit peckish. Ja. Seid ihr Jungfrauen?
Da hinten. Irgendjemand da hinten. Ach, Kinder. Auch nicht. Wir wollen doch nicht, dass sich noch die im Frostfrucht. War ich schon mal im Frostfurt in? Tut euch selbst einen Gefallen und bekommt keine Kinder, die taugen zu gar nichts. Ja. Danke. Schön, euch wiederzusehen. Erik der Töter. Aus, wollt ihr nicht einen tapferen, wenn gleich unerprobten Söldner einstellen? Was ist das denn? Ihr seid doch der Attentäter, oder? Was? Also hört zu. Es gibt da diesen rücksichtslosen Magier, der im frostigen Feuer in der Winterfeste lebt. Ich will ihn tot sehen. Dieses Gold sollte als Bezahlung genügen. Was? Aber da muss in der Winterfeste. Wenn ihr ein Essen oder ein Zimmer braucht, könnt ihr bei mir beides bekommen. Ich habe genug Probleme, also nehme nur Nein. Ja, ich kaufe mir versichtshalber Wasser. Wo ich gerade schon hier bin. Für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Und so eine Chicken Suppe ist doch auch immer gut. Also gut. Ich kümmere mich jeden Tag um die Felder. So, also in Rorikstadt gibt es niemanden außer diese paar Kinder. Und solange ich Clibble Children's nicht installiert habe, kann ich da auch nichts machen. Helgen, wohnt niemand in Flusswald? Wüsste ich jemanden, der Jungfrau sein könnte? Die. Camilla. Theoretisch würde bei mir aber noch der Faktor der Sympathie einspielen, aber ich glaube, dafür gibt es zu wenig Jungfrauen. Als dass das von so hoher Bedeutsamkeit sein kann. So. You're hungry, you're thirsty, ja. Da, aber das ist ein Kind. Wen haben wir denn da hinten? Ein Kind. Mein Vater wollte, dass ich in seine Fußstapfen als Jäger trete. Steck bitte nicht alles in Brand, ja? Ja, ja, hat das nicht vor. Mein liebster Sof. Anything you need? Nein. Kenne ich euch alle schon? Companion friend? Well, then you're in luck. Nimm doch ein. I reckon I've killed more men than there are minutes in a day. Murderer, God, God! You've killed more than 1,440 men. I think you need to pick up the pace. I've killed that many this week. I think by minutes you mean hours, and by men you mean mud crabs. Wir sind mal ganz direkt. Not few, huh? At this rate, I guess I better change it to seconds then. But who's counting? Ja. Where did you learn to fight? I got my start as a pit dog in the Imperial City Arena. Worked my way up to Gladiator before I got bored and quit. They say the best techniques are left by the survivors. With me gone, I guess everyone will have something to offer. Okay, only a coward quits before becoming one champion. Gladiator? Huh, impressive. And only a coward quits before becoming a grand champion. Hey now, no need for that. I have my reasons. And they're as good as a bowl of Horker stew. Why did you leave the arena? Well, friend, it all comes down to who your opponent is. I'm square with killing men. But with a grand champion, ain't no more men to fight. So, they bring in beasts. Minotaurs and things. I don't like it one bit.
If a man chooses to enter the arena, it's what you call his prerogative. The beast ain't got no say in the matter. I kill horkers for food and bears for hides. I don't kill no animal for sport. Why did you become an arena fighter? Why not? You need to get up more, friend. The arena is the most celebrated spectacle in all of Tamriel. To fight and die in the arena is a great honor. To fight and live, well, do that and you carve your name amongst the gods. Mm-hmm. The appetite for Bloodsport could not have been higher after the war. What makes the arena so popular? Describe the arena experience. I'm more interested in the gambling aspect. His appetite for Bloodsport could not have been high after the war. You're mistaken. It couldn't have been higher. The people were hungry, not for blood, but for entertainment. The arena, friend, was a welcome diversion from the throes of war. Because there's no death in the arena. Not to them. If you're a spectator, ain't nothing that happens in that pit real. It's all a game. Mm-hmm. What makes the arena so popular? 'Cause it's fair. It's about the only place you can truly measure a man's worth. If I ask the folks here, who has the best mead in Skyrim, one person might say Blackbriar Mead, another might vouch for Haunting Brew. If I asked for the best alchemist, bard or scribe, or which inn was warmest, and which wench the sweetest, there'd be many replies, but no answer. But if I asked you who was the strongest, who could best any man in the pit, there'd be no debate. You'd know by who was left standing. Only in the arena can a man be judged by his own merits. Mm-hmm. Is it also, describes the arena experience. The words won't do it justice. Not mine, anyway. But you can imagine, can you? That moment when you stand behind the gate in a cold sweat. The air is so thick you can taste the blood. The crowd is buzzing. The flies are buzzing. Then they wheel up the iron. You hear this roar so loud it rumbles in your chest. You don't know who they cheer for, what they cheer for. Victory, glory, death. But that's the beauty of the arena, ain't it? Nothing is ever written. Nothing is ever known. A grand champion can win 100 matches and name a skeever as his next opponent, and the audience will still hold their breath. Unlike the stories, it's always a surprise when the hero wins. 'Cause in the arena, the hero's allowed to fail. Ich würde auch mal gerne mitspielen. Also diese Arena. I'm more interested in the gambling aspect. I can't tell you much about that. I mean, I heard the whispers. Sometimes you see good fighters lose to pit dogs. Next day, they show up with swords so enchanted. They crapped mages when you swung them. There was one Khajiit fighter, the others called Jingle. Said every night he went home, win or lose, his pockets jingled with gold. But ain't no one ever approached me. They knew where I stood. I grew up watching the fights. I learned enough then to know glory was the best coin. Mm-hmm. That's also a question that I have about the arena. You ought to travel to Cyrodiil sometime, friend, and test your valor. Kann ich jemanden Mod entwickeln, wo Cyrodiil komplett eingebracht wird? Das hört sich interessant an. What brought you to Skyrim?
The Horkers, my friend. The Horkers. I can't get enough of a good bowl of Horkers stew. Fresh garlic, tomatoes, a sprinkle of lavender. It sounds delicious, except for the Horker part. Could use some carrots, maybe some minced or onion. I prefer food that doesn't come from such a grotesque beast. And it sounds delicious, except for the Horker part. You jest, but there's nothing like good Horker stew. It ain't like the loaf, which is a bit chewy and marinated in that ocean flavor. But you put that in a stew, toss in a little garlic, and all that ocean brine melts into pure flavor. You're in the wrong place. Riverwood isn't exactly the Horker capital of Skyrim. Dafür müsstest du eher nach Rifton Winterfestel. That isn't it. You see, I've tried stews of all different flavors from all over Tamriel. I've tried your venisons and your steaks. I've tried your bug meat, your horror pies, and Taurus nuggets. Some wood elf charlatan even tried to sell me what he called a wyvern steak, but it tasted like mountain goat. I've tried every meat from the Somerset Isles to the shores of Solstheim, and ain't nothing compared to a fresh pot of Horker stew. But you know what I haven't tried? I haven't tried a dragon. And call me crazy, but I think I saw one fly this way not long ago. About that, when I kill a dragon, their flesh tends to melt as I absorb them. Then we shall hunt the dragon together and dine on its flesh. There was a dragon at Helgen, you probably saw that one. You don't say. Sounds like Imbri owes me a drink. Said I was more likely to see a Horker with wings. I reckon that would be too good to be true. Okay. How have you managed to kill so many men? It's all in the hips, friend. Killing a bandit is like making love to a maiden. It only takes a second, and there's no shortage of blood. That's disgusting. Perhaps you need a smaller weapon. There's also an inordinate amount of grunting involved. That's not what I meant. Nein, that's disgusting. Well, friend, I'm a warrior, not a gentleman. If you want one of those, talk to Sven. Although bringing him along might not be a bad idea. I have only heard the fool chirp once, and I already want to kill myself. Nein, follow me, nein. What's on your mind? Gerder. Now there's a woman whose stew I'd like to taste. I should ask Hod if I can come over for dinner. Yeah. Noch mehr? Have you ever heard of Clan Fear? Nein. Lizard beasts from Oblivion. Tastes like chicken. Or so I've been told. Noch mehr? Business, friend. Business. Perhaps when our adventuring days are over, we can open the finest Horker stew shop in Skyrim. That or a brothel. Seems like Skyrim needs more of both. Ein Brothel ist ein Bordell, nehme ich an. Dragons. I was wondering if you had any thoughts on how they should be prepared. Seems to me there's a lot more than just dragon steak. Now, I ain't no chef, but I was thinking maybe it'd be best smoked into some sort of jerky. Okay, what in your mind? I remember when I first signed on, the Blade Master didn't have a raiment my size. Had to borrow one from a Breton. That thing fit like a corset on a Minotaur.
I looked like a sodding carrot. My opponent didn't think it so funny, though, when I caved their chest in. If what Gaiden Shinji says is true, Kagawa, the best technique is to swing your hammer recklessly and hope to connect. Works for me anyway. Ach Gott, er hat so viele Gedanken. A high elf whose toe I stepped on once told me, watch where you step, Orker Brath. It was the highest compliment he could have paid me. Ah, mehr nicht. Und ich will ihm nicht, dass er mir folgt, weil wir haben schon mit, ja eigentlich mit Lydia und Mjoll, zwei Vollkriegerinnen. Eine Bogenschützin und eine Mischtaktikerin. Also machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge.